Kommen wir zu tiefgründigeren Dingen und damit zu TV Total. Die haben sich in dieser Woche mal die Olympischen Spiele in Peking vorgenommen. Und zwar auch genau in der Tonart, wie es sich gehört. Nämlich hart und unerbittlich. Denn ich meine, wie anders als sarkastisch soll man damit umgehen, dass diese, ich sag mal, Völkermordspiele stattfinden und offenbar hier, ja, fröhliche Olympische Spiele sind und gleichzeitig eben solche Menschenrechtsverletzungen in China stattfinden, wie sie eben tagtäglich dort stattfinden. Aber Sarkasmus ist vielen Menschen heutzutage eben doch zu hoch. Sie kommen da einfach nicht mehr mit. Und am Ende hat TV Total plötzlich einen Shitstorm am Hals. Und zwar wegen dieses Gags hier. Natürlich werden wir uns jetzt sofort gebührend entschuldigen an dieser Stelle. Und da haben wir uns spontan überlegt, wir singen vielleicht die chinesische Nationalhymne alle zusammen. Wir stehen alle zusammen einmal auf, alle, zügig, stellen uns ordentlich hin und singen dann jetzt die chinesische Nationalhymne. Auf I bitte, ich gebe mal ein I. I. Okay, und dann auf 4, ne? Buhao ise, Buhao ise, Buhao ise, pro sieben. Buhao ise. Die Reaktionen blieben nicht lange aus. Rassistisch sei sowas. Schämen sollte sich pro sieben. Was für eine niveaulose Unterhaltung. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Das ist ein wirklich vollkommen harmloses Kinderlied, das ja mit verschiedenen Vokalen dann immer gesungen hat. Oder also mit I zum Beispiel, wie wir das gerade im Ausschnitt gesehen haben. Das ist eben der Witz. Also, dass dieses wirklich harmlose Kinderlied jetzt auch schon als rassistisch gilt, war mir auch neu, ehrlich gesagt. Da fragt man sich, was ist an dem Text denn rassistisch? Naja, Entschuldigung. Holger, weißt du das etwa nicht? Da kam die Polizei, ja, was soll denn das? Ja, ist doch klar. Das Einschreiten der Polizei ohne ersichtlichen Grund wird als Fall von Polizeiwillkür und Racial Profiling interpretiert. Also ein auf Stereotypen und äußerlichen Merkmalen fußendes Agieren der Polizei. Ja, so, das sollte man doch bitte mal ernst nehmen. Sowas kann man doch nicht mehr singen. Schon gar nicht von Kindern. Ja, also ich hatte es bisher so verstanden, dass die Polizei wegen Lärmbelästigung einschreitet. Das war eher noch das, wie ich es definieren würde. Das würde mich auch nerven, wenn drei Typen da vor meinem Fenster sitzen und irgendwie Lärm machen. Aber es ist ja auch egal, ob es dann Chinesen sind oder sonst wer. Aber es ist schon interessant, wie sich über so einen Quatsch denn eben erregt wird und das eigentlich Skandalöse, nämlich eben die Olympischen Spiele, dann irgendwie in den Hintergrund treten und man dann doch den Fernseher anmacht und dann eben doch sich über das Gold der Rodler freut und so weiter. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.